Nachdem sie nun in den Graben kamen, mussten sie sich umdrehen. Das Exekutionskommando stand von hinten und dann bekam das Exekutionskommando den Befehl, nach vorzutreten und dann den Schießbefehl. Sie wurden also von hinten erschossen. Genickschuss. Ja, ich nehme es an. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Mit Karabinern oder? Ja, es hörte sich an, als Pistolen. Wenn es Schnellfeuergewehre gewesen sind. Es kann auch sein, weil es so viele waren. Und wenn der Schuss nicht gleichmäßig fällt, nicht, dass das geht wie eine Maschinenpistole. Ja. Ich habe es als Maschinenpistole gehört. Nachdem sie nun umgefallen waren, gingen noch zwei Mann an dem Graben entlang. SS-Leute? Das weiß ich auch wieder nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Ich nehme es an. Zwei Mann mit der Pistole und haben alles das, was sich noch im Graben bewegte, mit Genickschuss getötet. Ein Gerichtsurteil wurde nicht verlesen vorher. Sie kamen nur rein und wurden erschossen. Ob vorher im Gefängnis, wo sie angeblich untergebracht waren, ein Gerichtsurteil vorlag, überhaupt eins vorlag und ihnen zur Kenntnis gegeben wurde, möchte ich bezweifeln. Ich hatte so den Eindruck, dass sie nur erschossen wurden, weil sie Juden waren. Und das war auch bei uns, bei der Marine, es hat sich so herumgesprochen, es werden Juden erschossen. Nicht Partisanen oder dergleichen.